Satiriker müssen sich warm anziehen, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Deshalb habe ich es vorsichtshalber mal gemacht, obwohl ich auf 30 Grad eingeheizt habe. Aber was soll's, ja? Mein Thema heute natürlich Charlie Hebdo und die Terroranschläge in Paris. Und deshalb vorweg erstmal meinen Respekt und meine Hochachtung vor der Redaktion, die über Jahre hinweg das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt hat. Merci und Chapeau. Und allen, die jetzt im Internet ihr Fähnchen in den Wind hängen und rufen, ich bin Charlie Hebdo, denen mag man dann den Mut auch wünschen in einer Situation, wenn es tatsächlich darauf ankommt, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen gegen Fanatiker jeglicher Couleur. Ja, was darf Satire? Das ist der Satz, den ich heute, die Frage, die mir ständig gestellt wurde. Und da sage ich an, die Frage an sich ist schon falsch gestellt, ja. Weil die Zensur da ja schon im Kopf stattfindet. Als dürfte Satire nicht alles, als würden wir nicht in einem Land leben, in dem die freie Meinungsäußerung gilt. Natürlich darf Satire alles. Satire muss am Ende wahrscheinlich sogar alles. Ja? Wir müssen diese freie Meinungsäußerung verteidigen. Und Satire trifft dort doch nur auf Widerstand, wo sie die Wahrheit sagt. Und die Folgen der Terroranschläge sind ja jetzt schon absehbar. Die Terroristen, sie bekommen Rechte. Sie bekommen das, was sie wollen. Wir werden mit Gewalt reagieren. Wir werden die Überwachung noch weiter verstärken. Wir werden die Bürgerrechte noch weiter beschneiden. Ja? Sie werden das Land bekommen, was sie nämlich wollen. Ein Land in Unfreiheit, ja, in dem die Zensur schon im Kopf stattfindet und wer sie nicht im Kopf stattfindet, der wandert in den Knast am Ende. Das ist, was diese Terroristen wollen und sie werden das bekommen. Und das ist das Problem. Wir werden die Freiheit verteidigen, indem wir sie opfern. Ja. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Halleluja und herzlichen Glückwunsch. Und die Terroristen bekommen noch in einem weiteren Punkt recht, nämlich indem sie die Gesellschaft spalten. Ja? Und das ist auch das Ziel, ja? Dass die Gesellschaft gespalten wird. Und das kommt übrigens auch denen zu Pass, die ganz oben an den Schalthebeln der Macht sitzen, die sich doch herrlich darüber freuen können, ja? Dass die Gesellschaft sich spaltet, dass Pegida-Demonstranten jetzt das Wasser auf die Mühlen der Pegida-Demonstranten ist, ja? Wo Menschen auf die Straße gehen, und ich möchte das nochmal betonen, und zu Recht auf die Straße gehen, aber leider den falschen Gegner haben, ja? Dass die Kleinen über die Kleinen her fallen. Das ist das Problem, das nach unten getreten wird. Ja, dass Hartz-IVler gegen Asylanten schlenkern und Rentner über Flüchtlinge gegen Flüchtlinge demonstrieren, ja, Muslime gegen Christen. Ja, da lachen sich doch die Oberen ins Fäustchen, Leute. Dass die Kleinen gegeneinander übereinander herfallen. Ne? Ja, ich möchte das nochmal betonen, liebe Pegida-Demonstranten, ja, und Pegida-Anhänger. Wir haben in den letzten Tagen eine interessante Diskussion immer wieder über Facebook geführt, sofern eine Diskussion überhaupt möglich war. Ja. Lasst uns die weiterführen. Ja. Ich bin ganz der Meinung, dass ihr zu Recht auf die Straße geht. Ich habe das immer wieder betont. Ja. Aber leider den falschen Gegner habt. Wo findet denn die Islamisierung des Abendlandes statt, Leute? Ja, an den Schalthebeln der Macht sitzen doch keine Muslime. Ja. Geht jetzt die Gefahr für die Demokratie, ja, von einem türkischen Gemüsehändler in Neukölln aus. Ja? Was soll denn die Angst vor einer türkischen Putzfrau? Wo ist denn diese Islamisierung des Abendlandes? Ich kann die leider nicht erkennen. Ich meine, ihr könnt jetzt doch nicht ernsthaft die Muslime, ja, für den Terroranschlag in Paris verantwortlich machen, da das einige irre, geistesgestörte Terroristen die Religion für ihre Zwecke missbrauchen, ja, und Gewalt ausüben. Ja. Die Islamisierung des Abendlandes, wo ist sie denn? Sitzen an den Schalthebeln der Macht wirklich Muslime? Das kann ich nicht erkennen. In Deutschland sitzt das eine Pastorentochter aus dem Osten, ja, nur so ganz nebenbei. Ja. Die Zersetzung und Aushöhlung der Demokratie ist doch nicht durch einen türkischen Gemüsehändler in Neukölln initiiert worden. Ne? Hartz IV, ja, die Zerstörung der Lebensgrundlage und Entrechtung und Entmachtung einer ganzen Bevölkerungsgruppe ist doch nicht in einer türkischen Teestube beschlossen worden. Ne? Geht jetzt die Gefahr für die Demokratie von einer türkischen Putzfrau aus? Ja? Wie lächerlich ist das denn? Es soll jetzt der Ramadan in Deutschland, ja, pflichtmäßig eingeführt werden. Habe ich da was verpasst, oder? Wer hat denn das gefordert? Kein Mensch. Ja, darf Weihnachten nicht mehr gefeiert werden, weil hier Muslime leben? Das Gegenteil ist doch der Fall. Fragen Sie mal türkische Eltern. Ja, die müssen Weihnachten feiern, weil die Kinder das wollen. Da stehen die Kinder da und sagen, wir wollen auch einen Weihnachtsbaum. Und wir wollen
auch Geschenke. Ja, und wenn dann die Eltern sagen, es hat mit unserer Religion aber nichts zu tun, dann sagen die Kinder, seit wann hat Weihnachten was mit Religion zu tun? Fragen Sie mal 100 Deutsche auf der Straße, was an Weihnachten gefeiert wird. Ja, die Antworten wollen sie überhaupt nicht hören. Ja, das Problem ist doch, dass Weihnachten nicht durch Muslime zerstört wurde, sondern weil wir es zu einer schäbigen Konsumparty gemacht haben. Weil wir den Inhalt Liebe und Familie und weiß ich was alles, ja, doch eingetauscht haben gegen einen Flachbildschirm und gegen ein Handy. Ja. Geh mal weg mit Liebe. Ich möchte eine Playstation, du Arsch. Das ist die Wahrheit. Das wurde doch nicht durch Muslime zerstört. Wir haben doch die Werte meistbietend verhökert auf dem Altar des Wachstums und der Globalisierung. Und es ist doch schäbig, dafür Muslime verantwortlich zu machen. Aber natürlich, und das muss man auch sagen, alle hier lebenden Muslime müssen sich natürlich auch integrieren. Das ist doch keine Frage. Ja? Ja, also liebe Muslime, ihr müsst das ertragen, dass in dieser Gesellschaft auch über Religion zum Beispiel gespottet wird. Und es ist ja spannend, dass immer die Toleranz und Respekt einfordern, die selber am intolerantesten sind. Ja? Wenn religiöse Gefühle verletzt werden durch ein Titelblatt einer Satirezeitung, dann kauft man diese Satirezeitung einfach nicht. Und wenn im Fernsehen was läuft, was religiöse Gefühle verletzt, dann schaltet man weg oder man schaltet aus. Das geht auch. Für mich als Atheist, mir werden auch ständig meine Gefühle verletzt. Ja? Meist durch Religion und so ein Zeug. Aber, und das sei auch gesagt, Integration ist natürlich auch eine Aufgabe für beide Seiten. Ja? Auch die Gesellschaft muss sich bemühen ein bisschen. Wir müssen jetzt auf die Muslime zugehen. Und zwar gerade jetzt, Leute. Ja? Wo liegt denn das Problem, wenn in deutschen Kantinen kein Schweinefleisch mehr serviert wird? Ja? Gibt es ein Recht auf Currywurst? Ja? Wird jetzt die deutsche Leitkultur an der Imbissbude verteidigt? Ja? Ja, wo leben wir denn? Ja? Wir müssen aufeinander zugehen. Und was machen wir mit den Deutschen, die sich hier auch nicht integrieren wollen? Was machen wir mit so einem sächsischen Neonazi? Ja? Und was machen wir mit dieser Parallelgesellschaft, ja, die sich da hinter Kies auffahrten, ja, in den Nobelvierteln dieser Republik gebildet hat, ja, die ihre Auffahrt harken? Ja? Und muss jetzt meine Oma ausgewiesen werden, weil sie auch immer Kopftuch trägt? Ja? Und deshalb kann es jetzt ja nur eines geben, versöhnen statt spalten. Ne? Weil die Spalter haben längst in der Gesellschaft die Oberhand gewonnen. Da brauchen sie nur die Spiegel- und Fokustitel der letzten Jahre und Monate zum Thema Islam anschauen. Ne? Die Frage ist, die wir uns jetzt stellen müssen, wie wollen wir leben? Ja? Wollen wir uns weiter einmauern und die Stacheldrahtzäune erhöhen aus Angst vor den anderen und dem anderen? Ja? Und dieses Gefängnis, was wir uns dann bauen, dass wir das dann vielleicht noch womöglich Freiheit nennen. Ja, wir müssen jetzt auf die anderen zugehen, ja, zur Not auch mit christlichen Nächstenliebe. Ja. Klingt einfach, ist es aber nicht. Aber welche Wahl haben wir? Wollen wir vor jeder Zeitungsredaktion und vor jedem Theater und vor jedem Platz, in dem öffentliche Meinung geäußert wird, eine Hundertschaft von Polizei positionieren? Ja? Wollen wir, dass unsere Freiheitsrechte aus Angst vor Terrorakten immer weiter beschnitten werden? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die auf andere zugeht, die weltoffen ist und die frei ist und in der jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann? Und wenn wir den Mut dazu aufbringen, wenn wir sagen, keine Toleranz gegenüber Intoleranten, dann sind wir am Ende vielleicht auch ein Stückchen Charlie Hebdo. Aber erst dann. Friede sei mit uns allen. Halleluja.